Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Lesemonat August. Ich habe einiges beendet, ich habe einiges angefangen und irgendwie war der August für mich so ein bisschen Kuddelmuddel, was das Lesen anging. Denn entweder ich habe voll viel gelesen oder gefühlt irgendwie gar nicht. Was ich trotzdem gelesen habe, was ich gehört habe, was ich angefangen habe und was ich nicht geschafft habe, obwohl ich es mir für den August vorgenommen habe, erzähle ich dir in diesem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Das sind die Bücher, die ich im August gelesen habe und ich werde dir jetzt mal ein bisschen mehr über die einzelnen Bücher erzählen. Das erste, was ich dir gerne zeigen möchte, ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich auch das erste, was ich im August gelesen habe. Das habe ich zusammen mit Lukas gelesen und das Buch habe ich geschenkt bekommen von Lisa von Ruby Red Books, weil sie Corinna Bohmann auch richtig, richtig gerne liest und meinte, weil ich ja Lucinda Riley auch so gerne mag und sie auch, dass Corinna Bohmanns Geschichten was für mich sein könnten. Und die Schmetterlingsinsel spielt zu großen Teilen in Sri Lanka. Was ich ziemlich cool finde, möchte ich auch unbedingt gerne mal hin. Auch in dieser Geschichte, wie auch bei Lucinda Riley, ist es so, dass es auf zwei Zeitebenen spielt. Es geht um ein Familiengeheimnis und startet damit, dass Diana in der Gegenwart quasi ihre Tante verliert. Und für sie ist das ganz, ganz schlimm, weil sie ihrer Tante sehr nahe stand. Und als sie dann einen Hinweis von ihrer Tante bekommt, dass sie sich mal näher mit der Familiengeschichte beschäftigen sollte, zieht es sie sehr, sehr schnell nach Sri Lanka. Es ist so, dass bei ihr privat gerade ziemlich viel los ist, ziemlich viel Unschönes. Und ihre Ehe so ein bisschen in Trümmern liegt und sie sich einfach nur denkt, ey, ganz ehrlich, ich möchte jetzt einfach nur gehen. Und dann, ja, fliegt sie eben nach Sri Lanka und wandelt dort so ein bisschen auf den Spuren ihrer Vorfahren. Es ist nämlich so, dass ihre Familie so 1886, 87, so in dem Dreh nach Sri Lanka gezogen ist, weil was ist denn das dann? Ist ihr Groß? Ist das ihr Urgroßvater? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls ist ein Vater mit seiner Familie eben nach Sri Lanka gezogen, weil sein Bruder gestorben ist und dieser Bruder hat dort eine Plantage geleitet. Und er zieht dann eben mit seiner Family hin und man erfährt die Vergangenheitsgeschichte vor allem aus der Sicht von Grace und Victoria, also von seinen beiden Töchtern. Und Diana, ja, taucht immer tiefer in diese Geschichte ein, hat ein paar Briefe und was weiß ich alles, wo sie erfährt, was eigentlich alles passiert ist damals. Und da ist schon einiges passiert, sagen wir es einfach mal so. Es ist wie eigentlich gefühlt immer in diesen zwei Zeitebenen-Geschichten so gewesen, dass ich die Vergangenheitsgeschichte viel, viel lieber mochte als die Gegenwartsgeschichte. Ich finde, dass das Buch ein paar Längen hatte. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es richtig zum Showdown kam. Was ich ein bisschen schade fand, weil es echt viel Potenzial hatte. Nichtsdestotrotz habe ich es echt ganz gern gelesen. Ich habe mich total in diese ferne Welt irgendwie reinfühlen können. Ich habe sofort auch Fernweh bekommen. Und ich fand auch die Auflösung, die es dann am Ende gab, keine Sorge, ich sag sie dir natürlich nicht, fand ich auch ziemlich cool. Aber dieser Spannungsbogen war kein klassischer Bogen, sondern es ging relativ lange so und dann ging es am Ende hoch und wieder runter. Fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass es der Geschichte keinen Abbruch getan hätte, wenn es ein bisschen eher ein paar Dinge verraten worden wären, sagen wir es so. Aber ja, ich mochte den Schreibstil tatsächlich ganz gern von Corinna Bohmann, war sehr flüssig zu lesen. Ich fand vor allem Grace und Victoria, also diese beiden Geschwister, zuckersüß. Natürlich ist da auch wieder an einigen Stellen ein Hauch Liebesgeschichte mit drin. Ja, war irgendwie schön, um sich wegzuträumen. Ja, genau. Punkt. So, das war mein erstes Buch, was ich gelesen habe im August. Dann habe ich, wenn ich mich nicht irre, oder war das vielleicht sogar das erste? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls den vierten Teil von Throne of Glass fertig gelesen. Und ich fand es einfach nur genial. Ich habe auch mit dem fünften Teil, kann ich dir mal gleich zeigen, den habe ich hier nämlich auch, habe ich schon angefangen, bin aber relativ schnell abgestorben, weil ich dann ein anderes Buch gelesen habe. Und dann war ich irgendwie wieder raus. Und ich habe das Gefühl, ich muss in dieser Welt irgendwie drin bleiben, um so richtig diese Geschichte zu fühlen. Also ich bin einfach ja ein bisschen unklug vorgegangen, sagen wir es so. Den Teil, also den fünften Teil, möchte ich aber zusammen mit einer Freundin von mir lesen, schrägstrich hören. Sie hört die nämlich und ich lese die und dann haben wir uns so ausgetauscht über den vierten, weil sie den halt auch gerade gehört hat. Ja, und irgendwie wollte ich dann auch voll gerne so ein bisschen auf sie warten. Ja, genau, deswegen, also den habe ich angefangen und den habe ich fertig. Und das Ding bei Reihen ist ja immer, vor allem bei dieser, ich kann dir inhaltlich nichts zum vierten Teil sagen, ohne dich zu spoilern. Wirklich null. 0,000, gar nichts. Ja, weder was zu den Charakteren, noch was zur Handlung, gar nichts. Weil einfach dieses Buch so, so, so anders ist als der erste Teil der Reihe, dass es einfach nicht geht. Was ich cool fand war,
dass ich vor diesem vierten Teil ja Selenas Geschichte gelesen habe. Also das sind so sozusagen so Kurzgeschichten zu ihrer Vergangenheit. Selena ist die Hauptfigur, sie ist Assassinin, sie ist eine der besten Assassinen überhaupt, mein Gott. Und sie ist so eine richtige, wie sagt man denn das? Sie ist einfach krass, ja. Sie ist einfach krass, sagen wir es doch so, wie es ist. Sie kämpft krass, sie hat so einen eisernen Willen, sie ist ehrgeizig, sie ist diszipliniert, sie ist richtig inspirierend, finde ich irgendwie auch. Und sie weiß aber auch, dass sie krass ist. Also sie weiß ganz genau, wer sie ist. Sie ist unfassbar selbstbewusst. Und das mochte ich ja im ersten Teil am Anfang nicht so gerne, weil ich mir dachte, Mäuschen, was denkst du, wer du bist? Bis ich kennengelernt habe, wer sie ist und mir dachte, okay, du bist es wirklich. Und in dem ersten Buch erfährt man halt viel, also Quatsch, in diesem Zusatzbuch erfährt man viel. Wow, erst denken, dann sprechen. Erfährt man viel über ihre Vergangenheit, die quasi vor dem ersten Teil spielt. Und das wiederum hat mir sehr geholfen, mich im vierten Teil mehr zurechtzufinden. Weil aus dieser Vergangenheitsgeschichte ein paar Charaktere hier dann auch wieder auftauchen und dann habe ich die Zusammenhänge besser verstanden. Ich glaube, dass es bei der Geschichte eigentlich total gut ist, wenn man die Bände sehr nah aneinander liest, damit man nicht vergisst, wer wie mit wem und warum, ja? Weil auch Charaktere, die vielleicht einmal kurz vorgekommen sind, können dann wieder auftauchen und wichtiger werden. Und deswegen, ja, muss ich da wahrscheinlich jetzt, wenn ich dann den fünften Band weiterlese, erstmal krass wieder reinkommen. Aber ja, ich bin dabei, Leute, ich bin dabei, ich bin begeistert und ich bin wirklich gespannt, was Band 5, 6 und 7 noch so bereithalten. Und ja, also, was soll ich sagen, ich verstehe, dass alle so ausrasten auf diese Bücher. Die sind wirklich, wirklich gut, finde ich jedenfalls. So, dann habe ich hier noch 4 Bücher. Bei 2 Büchern geht es wahrscheinlich sogar relativ schnell, wenn ich sie dir zeige, weil ich gar nicht so viel dazu zu sagen habe. Ich lese ja immer ein Buch, was mich auf irgendeine Art und Weise weiterbildet. Das war in diesem Monat Gesund Leben mit dem Mond. Das ist so ein 1-Euro-Heftchen, was ich mir bei Rebuy irgendwie bestellt habe. Und hier geht es eben um die verschiedenen Mondphasen, was du in welcher Mondphase besonders gut machen kannst, was für Heilkräuter es gibt, was für Heilsteine und so weiter. Das ist wirklich ein ganz dünnes Heftchen. Ich beschäftige mich ja sehr, sehr gerne damit und auch viel mit Spiritualität und so weiter und so fort. Und das hat mir noch ein bisschen was an Wissen, ja, mitgegeben. So, falls du dich fragst, ob das ein kleiner Mond ist. Nee, hier war mal so ein Sticker drauf. Ich wollte den, glaube ich, abmachen, aber es ging nicht. Oder es war schon so, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall gelesen. Und ich bin, das kann ich dir auch mal zeigen, auch mittendrin in diesem hier, Glücklich leben mit den Mondphasen. Da sind aber ähnliche Dinge drin. Also, das ist ähnliches Wissen, was da verbreitet wird. Aber hiermit bin ich noch nicht ganz fertig. Deswegen wollte ich mal schauen, aber ähnelt sich sehr. Braucht man wahrscheinlich nicht beides. Aber ja, da bin ich eigentlich auch irgendwie mittendrin. Und du wirst auch sehen, ich bin noch in 2 Sachen irgendwie mittendrin. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ein bisschen Kuddelmuddel. Ich sag's ja, es ist alles ein bisschen Kuddelmuddel. Ich habe jetzt hier noch 3 Bücher, die ich dir zeigen möchte und 2 Hörbücher. 2 Hörbücher, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Aber kommen wir erstmal noch zu den Büchern. Onkel Josh und die Gabe des Staunens von Harry Cawley habe ich wirklich gefühlt in einem Rutsch durchgelesen. Ich glaube, nach 2 Tagen war ich fertig mit dieser Geschichte. Und ich konnte mir, als ich den Klappentext gelesen habe, nicht so richtig vorstellen, worum es geht. Es wird nämlich beschrieben, dass ein 17-Jähriger namens Ben mit seiner Familie auf einer Farm lebt, dass es kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist und dass dann irgendwie alles in seiner Familie eskaliert und er erst so richtig merkt, dass eigentlich jeder von den Erwachsenen sich so ein bisschen was vormacht. Und ich dachte dann, es ist so eine Geschichte, die dann eben im Zweiten Weltkrieg vor allem spielt, dass so eine typische Kriegsgeschichte, dachte ich, ist es. Ist es aber ehrlicherweise gar nicht. Vom Zweiten Weltkrieg kriegt man hier herzlich wenig mit. Es geht eigentlich eher darum, wie es so ist, in den späten 30ern in den USA auf einer Farm zu leben und wie die Familie eigentlich so zusammenhält oder eben auch nicht zusammenhält, dass jeder irgendwie so seine Geheimnisse hat und ja, wie es eigentlich für einen Heranwachsenden so ist, mitzubekommen, dass es viele Geheimnisse gibt und viele Skandale, sagen wir es einfach mal so. Es ist so, dass diese Farm von der Großmutter von Ben geleitet wird, von Mamu, alle nennen sie nur Mamu. Und das ist so eine richtig resolute Frau. Also wenn die was sagt, dann hat gefälligst auch jeder zu spuren. Und die hat die alle wirklich unter ihrem Pantoffel. Auch ihre Tochter, also die Mutter von Ben, spurt total.
Und Ben kommt im Laufe der Geschichte auch dahinter, wie seine Mutter vielleicht eigentlich wirklich ist. Und ja, Onkel Josh ist der Onkel von Ben, wie man sich jetzt wahrscheinlich gedacht hat. Und es ist ein sehr philosophischer Mensch. Er ist sehr belesen, er ist sehr weltoffen, er ist sehr interessiert, aber irgendwie kommt er auch nicht so richtig aus dem Quark. Und Mamu, also die Oma, die ist nicht so zufrieden mit ihm und hätte sich eher gewünscht, dass er jemand ist, der eben hart anpackt und der nicht in seine Nase in Bücher steckt und was auch immer. Und Onkel Josh bringt aber Ben und auch seiner Schwester eben bei, zu staunen und weltoffen zu sein, gerne zu lesen, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und vor allem auch Dinge zu hinterfragen. Und darum geht es unter anderem auch. Aber eigentlich geht es vor allem auch darum, wie es eben in der Zeit ist, so ländlich in den USA zu leben und wie die Leute da so ticken. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte mir dieses Buch niemals, also wirklich niemals von alleine irgendwo ausgesucht oder gekauft. Gar nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass Heidi mir das geschenkt hat, weil ich durch sie wirklich mal so andere Bücher lese, zu denen ich nicht greifen würde. Mich spricht das einfach null an, wirklich 0,0. Und ja, finde ich einfach toll, dieses Buch gelesen zu haben. Hat mir sehr viel Freude gebracht und mich auch über bestimmte Dinge nachdenken lassen, die ich jetzt hier nicht näher benennen kann, weil ich dir sonst vom Buch etwas vorwegnehmen würde. So, und was mir auch sehr gut gefallen hat zu lesen, was aber in eine komplett andere Richtung geht, ist Kolibrifarben von Patricia Renaud. Das Buch hat mir die liebe Patricia zugeschickt, das ist ein Rezi-Exemplar. Es sieht auch ehrlicherweise jetzt schon so ein bisschen ausgenuddelt aus, weil ich es mit im Urlaub hatte und dieses Buch ja, irgendwie den halben Tag immer mitgeschleppt habe im Rucksack oder in der Tasche. Vielleicht hast du mein Video gesehen, wie es wirklich ist, mit einem Bücherwurm zu verreisen. Da habe ich ganz oft dieses Buch in der Hand. Und da es an der Nordsee, wo ich eben war, ziemlich windig und kalt und regnerisch und was weiß ich alles ist, hat dieses Buch ein bisschen gelitten. Das tut mir auch eigentlich im Herzen weh, weil es jetzt echt, ja, nicht mehr so schön aussieht. Aber umso schöner ist der Inhalt. Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich dir dieses Buch beschreiben kann. Denn ich, auch hier ist es wieder so, es ist der zweite Teil von einer Reihe. Den ersten Teil habe ich schon vorgestellt und eigentlich kann ich dir auch nur sagen, worum es grob im ersten geht. Weil der erste Teil mit etwas endet, was ich dir nicht vorwegnehmen möchte. Und darauf baut eben dieses Buch dann auf. Es ist so, dass es um Laura geht und um ihren Mann Jasper. Die beiden sind sehr früh Eltern geworden, weil sie das auch gerne wollten. Ich glaube mit 20 oder 21. Und ihre Tochter geht dann mit 14 oder so aufs Internat. Und die beiden sind dann halt auf einmal alleine zu Hause und sind so, okay, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Und Laura hat halt immer das Gefühl, dass Jasper sich nicht mehr so richtig für sie interessiert und sie muss erstmal irgendwie wieder klarkommen mit ihrem Leben. Und die beiden haben vor ihrer Hochzeit in der Nacht eine Abmachung getroffen, dass sich jeder quasi einen Star aussuchen kann. Und wenn sie diesen Star jemals treffen sollten und es dazu kommt, dass die was miteinander haben könnten, dann dürfen sie es machen, ohne dass es als Fremdgehen zählt. Weil ganz ehrlich, so eine Situation wird ja vermutlich sowieso niemals eintreffen. Denken sie zumindest. Und dann ist es so, dass Laura mit ihrer Freundin bei einem Konzert ist, von ihrer Lieblingsband, wo sie den Sänger halt richtig anhimmelt. Cosmo heißt der. Und als sie dann mit ihrer Freundin im Hotel ist und an der Bar sitzt, will ihre Freundin noch mit einem anderen Typen mitgehen und sie sitzt dann alleine an der Bar und dann trifft sie auf einmal auf Cosmo. Und ist so, wow, was geht hier ab? Naja, und dann ist eben die Frage, ob sie was mit ihm haben wird und wenn ja, was für Konsequenzen das für sie und ihre Ehe eigentlich hat. Und da sind so viele schöne und witzige und auch traurige und herzzerreißende Szenen in diesem ersten Buch gewesen. Jetzt komme ich ins Trudeln, weil ich jetzt gerade schon wieder was sagen wollte, was ich nicht sagen darf. Aber sagen wir es so, ich war am Ende des ersten Buchs wirklich so, das ist nicht dein Ernst, Patricia, was tust du uns an? Und darauf baut eben dieses Buch dann auf. Und ich muss sagen, dass mich das wirklich emotional sehr berührt hat. Was ich so schön finde, ist, dass die ganzen Kapitel immer ja den Namen einer Kolibri-Art tragen. Das ist auch im ersten Teil schon so, denn Laura ist total Kolibri-verrückt, deswegen heißen die Bücher auch so. Und da lernt man auch einfach viel über Kolibris. Und ja, ich fand es einfach irgendwie eine richtig schöne Liebesgeschichte, die mich sehr berührt hat, die auch einfach mal ein bisschen erwachsener war, weil es eben nicht eine Anfang 20-Jährige ist, sondern eine Ende 30-Jährige, die irgendwie klarkommen muss mit ihrer Ehe, mit ihrer Tochter und so weiter und so fort. Und ja,
hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja sowieso vom ersten Buch an, was ich von Patricia gelesen habe, großer Fan von ihr und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Also Patricia, ich wäre jetzt auch bereit für Teil Nummer 3. Ich wollte es nur sagen. Ja, bitte. So, jetzt muss ich erstmal kurz durchatmen, aber jetzt kommen wir zum nächsten Buch und dann noch zu den beiden Hörbüchern. Und dann habe ich hier noch zwei Bücher, die ich dir zeigen muss. Meine Herren, das ist ja hier, das geht hier Schlag auf Schlag, ne? Gut, bei dem Buch sind wir wahrscheinlich auch relativ, oh man sieht es gar nicht so genau, relativ schnell durch. Free Your Spirit von Sarah Isabel. Ich weiß nicht, ob du Sarah Isabel kennst, das ist eine ganz tolle YouTuberin, die auch viel auf Instagram macht. Und ich habe die tatsächlich kennengelernt, also nicht persönlich, es ist nicht so, dass wir uns kennen würden, aber ich habe sie quasi als Influencerin kennengelernt, als ich letztes Jahr in Thailand war, weil sie nämlich zur gleichen Zeit, wie ich auf Koh Phangan war und ich dann immer geguckt habe, was sie so für Tipps hat und so. Und die beschäftigt sich sehr, sehr, sehr viel mit Spiritualität und hat dieses Free Your Spirit Workbook rausgebracht vor kurzem. Und als ich gesehen habe, dass das kommt, war ich sofort so, I'm in, ich brauche das, ich habe mir das vorbestellt, weil ich viele von ihren Videos wirklich sehr, sehr inspirierend fand. Ja, das geht jetzt wieder in so eine esoterische Richtung. Wenn du das nicht magst, dann musst du ein bisschen vorspulen. Aber hier geht es wirklich darum, wie du achtsamer wirst, wie du meditierst, wie du dir Rituale schaffst. Und vor allem hast du auch ganz viel Platz, dir aufzuschreiben, wie deine Woche eigentlich so lief. Also es geht darum, dass du eben verschiedenste neue Dinge einfach mal ausprobierst und dann für dich dokumentierst, wie es gelaufen ist. War es einfach etwas Neues für dich in den Alltag zu integrieren? Ist es dir schwer gefallen? Wie läuft es mit dem Meditieren? Oder wenn, also hier sind auch noch andere Sachen drin außer Meditieren. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Warte, ich suche dir mal gerade was raus. Zum Beispiel Manifestation, ja, also dass du dich auf positive Dinge konzentrierst, dass du bestimmte Gedanken, die du, also so negative Gedanken, die du hast, ins Positive kehrst und wie du dich eben selbst dazu bringst, daran auch zu glauben, sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Es ist wirklich ganz, ganz schön auch innen gestaltet, finde ich. Sie hat hier zum Beispiel auch für Yoga so ein paar Sachen drin und gibt dir quasi einfach eine Anleitung, wie du selbst mehr zu dir findest. Und ich habe mich damit beschäftigt. Natürlich bin ich noch längst nicht durch, weil das ist etwas, was ein Prozess ist, aber ich wollte es dir einfach schon mal zeigen. Ich habe mir die verschiedenen Schritte schon mal angeschaut. Ich habe mit einigen Dingen auch schon angefangen. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie dieses Buch gestaltet hat. Da man merkt, wie viel Liebe und Zeit drin steckt. Deswegen wollte ich es dir auch unbedingt zeigen. Also ja, genau. Das war quasi so das letzte Buch, was ich mir angeschaut habe. Ich habe außerdem angefangen mit Die Nacht von Jan Beck, bin aber überhaupt noch nicht weit. Das muss ich jetzt unbedingt weiterlesen. Und dann hatte ich mir ja eigentlich vorgenommen, kann ich dir auch mal zeigen, diese beiden Bücher noch zu lesen. Habe ich in beide reingelesen und nicht weitergelesen. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade bei mir los ist, aber irgendwie komme ich dazu nicht. Und dann habe ich natürlich noch in die neue Stern Crime reingelesen, aber damit bin ich auch noch nicht fertig. Hier sind so True-Crime-Stories drin, richtig gut recherchiert, richtig gut aufbereitet. Ich liebe die seit Jahren, hab die auch im Abo und da sind sehr, 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 sehr spannende Fälle mit drin. Ist natürlich aber nicht für jedermann was, weil, ja, ist ziemlich grausam. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ist halt True-Crime. So, und jetzt kommen wir noch zu den zwei Büchern, die ich gehört habe. Wie du ja vielleicht aus meinen letzten Videos schon mitbekommen hast, höre ich meine Hörbücher immer über BookBeat und ich bin da wirklich jetzt seit langer Zeit absoluter Fan von. Ich habe das damals quasi für 4 Wochen kostenlos getestet, weil ich erstmal schauen wollte, nutze ich das überhaupt, höre ich die Hörbücher, wie gefällt mir das, wie ist die Auswahl und so weiter und so fort, bevor ich ein Abo abschließe. Und genau das kann ich dir auch anbieten. Das hast du vielleicht die letzten Monate schon mitbekommen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder die vielleicht sich einfach noch nicht getraut haben oder sonst was, kann ich dir nur sagen, dass du mit dem Code EXPECTOBOOKTRONUM für 4 Wochen kostenlos BookBeat testen kannst, und zwar die Premium-Version. Heißt, du kannst so viel hören, wie du willst. Du kannst alle Hörbücher durcheinander hören. Es gibt da kein Limit. Du kannst reinhören in Geschichten. Du kannst die Geschichten zu Ende hören. Du kannst sie dir runterladen, falls du mal kein Internet unterwegs hast und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr das meinen Alltag bereichert, auch auf Hörbücher mal zurückzugreifen. Und ich habe jetzt im August 2 Hörbücher gehört. Das sind 2 Hörbücher,
die zu einer Reihe gehören. Und den dritten Teil habe ich vor Jahren gelesen und den auch schon mal gezeigt, nämlich Die kleine Bäckerei am Strandweg von Jenny Colgan. Warte mal, ich ruck mal zur Seite, dann kann ich dir das hier mal einblenden. Den dritten Teil, Weihnachten in der Bäckerei am Strandweg, in der kleinen Bäckerei am Strandweg, so viel Zeit muss sein, habe ich, wie gesagt, vor Jahren gelesen, weil ich nicht gecheckt habe, dass es der dritte Teil einer Reihe ist. Und vor allem habe ich dann so im Nachhinein jetzt gemerkt, wie krass ich eigentlich damals gespoilert habe, ohne es zu wissen. Denn der erste Teil beginnt damit, dass Polly ihren Job, den sie eigentlich sehr, sehr liebt, mit ihrem Ehemann zusammen, verliert. Und dass sie eigentlich gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und dann geht sie für eine Zeit lang in ein sehr kleines Dorf am Meer und möchte dort am liebsten Bäckerin werden, denn das ist ihre eigentliche Passion. Und sie liegt wirklich, also ihr Leben liegt vor ihr in einem Scherbenhaufen und sie versucht es trotzdem positiv und alles aufzukehren und wieder zusammenzupuzzeln. Und es ist aber gar nicht so einfach, denn die Besitzerin von der Bäckerei in dieser kleinen Stadt ist total, wirklich so eine Schnepfe, das gibt's gar nicht. Und macht ihr das Leben wirklich schwer und dann verkauft sie halt heimlich Brot und so. Und dann fliegt ihr auch noch ein Papageientaucher zu, ein Papageientaucher-Baby, der hat einen gebrochenen Flügel und sie versucht ihn wieder aufzupäppeln. Neil heißt der und dann lernt sie noch einen neuen Mann kennen, nämlich Hackel. Und dann lernt sie aber noch jemand anders kennen und es ist alles überhaupt nicht so einfach. Und so beginnt eigentlich die erste Geschichte. Und genau dieses Hörbuch, Die kleine Bäckerei am Strandweg, habe ich eben jetzt im August gehört. Plus den zweiten Teil, nämlich Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg. Und da geht eben die Geschichte weiter. Da ich jetzt ja aber weiß, was alles passiert, kann ich zum zweiten Teil natürlich nicht sagen, weil wenn du den ersten liest, weißt du ja natürlich noch nicht, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Und weißt du, es ist einfach so eine Geschichte, die ist so richtig niedlich. Man hat das Gefühl, selbst dort vor Ort zu sein. Man stellt alles in Frage. Also ich habe dann auch innerlich mir schon gedacht, okay, du musst jetzt ans Meer ziehen. Du musst jetzt in einem Leuchtturm, in einer Mühle, in einem geilen Haus, wo auch immer wohnen. Und dann hast du entweder deine eigene Bäckerei, deine eigene Teestube, deine eigene Schokoladerie oder was auch immer. Gerade jetzt, weil ich ja auch im Urlaub am Meer war, kam das noch viel mehr auf. Und ach, es ist eine so schöne Geschichte zum Wegträumen, wirklich. Also kann ich nicht anders sagen, kann ich dir nur empfehlen. Ist eine absolute Herzensempfehlung und es hat so Spaß gemacht, es zu hören, weil nicht immer alles so rosarot ist. Also es läuft nicht alles gut, sondern es gibt genug Hürden, die Polly eben bekommt und die versucht sie einfach immer alle zu nehmen. Sie versucht irgendwie das Beste draus zu machen und es ist wirklich unglaublich, was diese Frau eigentlich leistet. Und trotzdem ist es keine deprimierende Geschichte und das muss man erstmal schaffen. Also ja, ich weiß nicht, man kriegt Fernweh, man hat selber Bock Polly zu sein und gleichzeitig auch wieder nicht und es ist einfach irgendwie schön. Deswegen kann ich dir die beiden Hörbücher oder eben auch Bücher, je nachdem was du lieber magst, wirklich empfehlen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das zu hören. Und jetzt sind wir tatsächlich, wenn ich mich hier mal so umgucke, am Ende des Lesemonatsvideos angekommen. Wow, hat ja auch lange genug gedauert, aber es war hier irgendwie einiges los. Ja, schauen wir mal, wie der September läuft. Im September habe ich auch noch mal Urlaub. Du musst dir das so vorstellen, wenn du das Video siehst, dann ist Sonntag. Und ich bin quasi die Woche vor dem Sonntag wieder arbeiten gegangen und habe dann 2 Wochen Urlaub. Und das muss ich hier an dieser Stelle auch noch sagen. Ich habe es zwar auch schon gepostet, aber ich weiß nicht, ob jeder den Post sieht. Ich kriege das hier alle zeitlich nicht auf die Reihe vorher neben der Arbeit. Deswegen wird es jetzt vorerst für den September nur ein Video in der Woche geben, nämlich sonntags. Und ich schaue dann, dass ich ab Oktober, wenn es zeitlich vielleicht irgendwie alles wieder geht, wieder 2 mache. Schauen wir mal, wie das alles so läuft. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch Videos für dich quasi vordrehen, damit wir hier alle irgendwie Spaß miteinander haben. Und jetzt, nach diesem krassen Monolog, würde ich wie immer sehr, sehr gerne wissen, erstens, was hast du denn eigentlich im August gelesen? Zweitens, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher oder Hörbücher selbst schon gelesen hast? Wenn ja, wie sie dir gefallen haben? Vielleicht hast du auch Lust, mir einfach zu sagen, welches vorgestellte Buch dich am meisten anspricht, wie du zum Thema Spiritualität stehst. Würde mich alles wie immer sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!